Politikern die bayerische Wirtschaft stabilisiert und wie das gesellschaftliche Leben im Freistaat weitgehend normalisiert werden. Bei ihrer Herbstklausur in München hat sich die Freie Wähler Landtagsfraktion mit den Folgen der Corona-Pandemie befasst und Wege für einen erfolgreichen Neustart des öffentlichen Lebens aufgezeigt, erstmals in der Landeshauptstadt München. Der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel fasst die Schwerpunkte des dreitägigen Austauschs zusammen. Wir haben uns erstmal über die Corona-Situation informiert, damit wir überhaupt wissen, in welchem Spektrum wir überhaupt arbeiten und können. Und als zweites hat man dann natürlich das große Thema der Wirtschaft. Wie geht es mit der Wirtschaft in Zeiten von Corona weiter? Wie muss man die Wirtschaft aufstellen, dass hier keine Defizite entstehen? Das Wirtschaftsministerium habe frühzeitig alle notwendigen Weichen gestellt, um Industrie und Mittelstand während des Corona-Shutdowns zu stützen, so Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger am Tagungsort Olympiapark. Nun müssten die Marktkräfte aktiviert werden. Jetzt geht es darum, dass wir wieder zukunftsfähige Techniken einsetzen, dass wir wieder Produkte produzieren, die uns der Weltmarkt vermehrt annimmt. Deshalb auch die große Bitte und der große Appell an den Bund, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Bayern zu verbessern, des Standorts Deutschland zu verbessern, indem wir Unternehmenssteuern in Deutschland senken auf maximal 25%, indem wir im Bereich Automobil auch eine Prämie für moderne Verbrenner einsetzen, indem wir ein Lkw-Flottenaustauschprogramm auf den Weg bringen, um die aktuellen Probleme auch bei MAN in den Griff zu bekommen und indem wir natürlich vermehrt in Zukunftstechnologien von Wasserstoff bis künstliche Intelligenz investieren. Das sind jetzt die Herausforderungen. Bei einem Besuch des Werksviertels in München, das als Magnet für junge, kreative Köpfe gilt, informierten sich die Abgeordneten über die Gründer- und Start-up-Szene in Bayern. Ein Austausch, den sie am Abend bei einem Empfang auf dem Nockerberg fortsetzten. Denn die Unterstützung der Gründerszene ist den Freien Wählern besonders wichtig. Wir sehen in der Start-up-Szene eine ganz große Antwort auf die Herausforderungen durch Corona. Wir sehen in der traditionellen Industrie viele Arbeitsplätze wegbrechen und sind jetzt der Überzeugung, wir müssen durch junge, innovative Unternehmen neue Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, die Start-up-Szene massiv besser zu unterstützen. Das heißt, bestehende Förderprogramme mit mehr Geld zu hinterlegen und auf der anderen Seite neue Förderprogramme aufzulegen. Hoch über den Dächern des Werksviertels bei einer Besichtigung der Stadtalm berieten die Abgeordneten außerdem intensiv, wie sich Städte bestmöglich für den Klimawandel wappnen können. Umweltminister Thorsten Glauber drängt auf rasche Anpassungsmaßnahmen, denn in den Metropolregionen werden die Folgen des Klimawandels bereits in 50 Jahren deutlich spürbar sein. Warme Städte bedeutet Kachelofen in der Stadt, Tropentage. Wir müssen wirklich für die Zukunft grüne Architektur in die Stadt bringen, auf dem Dach, an der Fassade, in der Fläche. Das senkt die Temperatur, es bringt Frischluft, es ist Wohlbefinden für den Organismus und es bringt uns auch die Nachtruhe. Und deshalb ist beides gedacht, Schwamm als Wasserspeicher, grün für Frischluft und wirklich damit auch Lebensqualität. Am Rande ihrer Klausur gedachten die Abgeordneten auch den Opfern des Olympia-Attentats von 1972, bei dem 11 israelische Sportler und ein Polizist ums Leben gekommen waren. Sandra Simovic, Generalkonsulin des Staates Israel in München, und Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, nahmen an der Zeremonie teil. Für Florian Streibel eine Herzensangelegenheit. Es war mir wichtig, dass man einfach in den jetzigen Zeiten, also die sehr unruhig sind, die von Verschwörungstheorien, von Extremisten auch geprägt werden, dass man einfach ein anderes Zeichen setzt. Ein Zeichen der Besinnung, aber auch ein Zeichen der Menschlichkeit und ein Zeichen der Toleranz und des gemeinsamen Miteinanders. Und auch ein Austausch mit der kommunalen Basis kam nicht zu kurz. Auf Schloss Schleißheim diskutierten die Anwesenden über aktuelle politische Herausforderungen. Dabei bekräftigte die Freie Wähler Landtagsfraktion einmal mehr, sie wird sich im Landtag weiterhin für die Belange der Kommunen und für eine vernünftige, sachorientierte Politik nah am Bürger stark machen, um die Folgen von Corona abzumildern, so gut es geht.